Hallo, hier ist Maini. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man Crepe bzw. dünne Pfannkuchen macht. In diesem Video zeige ich euch, wie man daraus Crepe Suzette macht. Crepe Suzette kommt aus der französischen Küche und hat auf YouTube und im Internet so ein Image, ähnlich wie Tiramisu. Jeder will irgendwie mitdiskutieren und jeder kennt das Rezept irgendwie anders. Viele schreiben, es darf nicht flambiert werden, dann machen es einige mit Zitronen bzw. mit Orangenscheiben und so weiter und so weiter. Ich halte mich jetzt ganz eng an einige Rezepte aus den Lehrbüchern für Kochauszubildende. Wir beginnen damit, Zucker in die Pfanne zu geben und es schmelzen zu lassen. Das heißt, wir stellen Karamell her. Manche Lehrbücher empfehlen Puderzucker bzw. Staubzucker, weil es sich schneller auflöst. Danach geben wir eine Butterflocke rein und rühren das Ganze, bis es schön schaumig wird. Jetzt löschen wir mit Orangensaft ab, geben etwas Zitronensaft und Grand Marnier dazu. Anschließend wird der Sud für ein paar Minuten aufgekocht, bis er einreduziert und die Konsistenz etwas dickflüssiger wird. In die sirupartige Flüssigkeit geben wir jetzt unser Crepe rein und arrosieren bzw. schwenken wir es eine halbe Minute lang in dem eigenen Sud sozusagen. Das Crepe-Rezept blende ich euch oben ein. Danach wird unser Pfannkuchen halbiert bzw. geviertelt zusammengeklappt und wir geben jetzt schön an den Rändern entlang den Weinbrand rein und flambieren das Ganze. Laut Fachbuch muss der Weinbrand vorher erwärmt worden sein und kann durchaus direkt Flamme gefangen haben und erst dann sozusagen wird das in die Pfanne gekippt. Aber beide Wege führen nach Rom bzw. dann direkt auf den Teller. Angerichtet wird die Crepe Suzette mit dem eigenen Sud und gerne auch mit einer Kugel Vanilleeis. Wollt ihr jetzt noch mehr Pfannkuchenrezepte oder Rezepte aus der Kochausbildung oder aus der französischen Küche, dann abonniert meinen Kanal, schaut auch meine anderen Videos an, macht die Glocke an, bleibt gesund, bis bald.